Wir haben bereits in einem Video ausführlich über den September 2015 bzw. die Shmita berichtet, die alle 7 Jahre stattfindet und am 13. September 2015 zu Ende ging. Während der letzten beiden Shmitas im Jahr 2008 und 2001 kam es zu den jeweils größten Einstürzen des Dow Jones in der Geschichte. 2001 verlor der Dow Jones 7% und 2008 ebenso. Genauer gesagt, 777 Punkte. Beide Einbrüche fanden jeweils am letzten Tag der Shmita statt. Dies war allerdings nicht immer so, nicht bei jeder Shmita und muss auch nicht bei jeder Shmita der Fall sein. Sonntag, der 13. September 2015, war der letzte Tag der aktuellen Shmita und am Montag darauf kam es zu keinem Einsturz an der Wall Street, doch Ende August 2015 schon. Am 21. August kam es zum größten Einsturz seit Jahren, der Dow Jones verlor 530 Punkte. Nur einen Tag vorher verlor der Dow Jones bereits 358 Punkte. Wenn wir die beiden Punkte zusammenrechnen, war es der größte Punktverlust in der US-Geschichte und somit wieder ein neuer Rekordverlust, nämlich von insgesamt 888 Punkten. Kurz darauf brach die Börse in China ein, wo es am 24. August 2015 zu einem Punktverlust von 8,5% kam, was dem größten Punktverlust seit 8 Jahren entspricht und in China als Schwarzer Montag bezeichnet wird. Doch auch im September 2015 geschah Erstaunliches bzw. auch Tragisches am Ende der Shmita. Ich habe in einem Video bereits über das neue und höchste Gebäude der USA gesprochen, nämlich das One Trade Center in New York, das am Ground Zero gebaut wurde. Genau 14 Jahre und 2 Shmitas nach den Anschlägen von 9/11 erreichte uns am 11. September 2015, kurz vor Ende der Shmita, dieses Bild von New York und dem One Trade Center am Ground Zero, der den Anfang eines Regenbogens markiert. Auch nach der Sintflut folgte ein Regenbogen, was also laut Bibel eigentlich ein gutes Zeichen ist. Zeitgleich ereignete sich allerdings in einem anderen Teil der Welt ein eher negatives Zeichen am Himmel, nämlich am Himmel über Saudi-Arabien, genauer gesagt in Mekka. Vor der heiligsten Moschee des Islam in der Nähe der Kaaba und das kurz vor Beginn der Hadsch, was eine der 5 Säulen des Islam ist. Ein Kran, der eigentlich für Sicherheit sorgen sollte, fiel auf die große Moschee. Dabei wurden 200 Menschen verletzt und 107 Menschen kamen ums Leben. Dieser Kran gehört übrigens der Baugruppe, der Familie von Osama bin Laden, der ja für den 9/11-Anschlag als Schuldiger präsentiert wurde. Denn es stellte sich heraus, dass 15 der 19 Terroristen, die angeblich für die Anschläge verantwortlich waren, aus Saudi-Arabien kamen. Doch es war kein Terroranschlag, der diesen tonnenschweren Kran zu Fall brachte. Schauen wir mal, wie es Augenzeugen erlebt haben. Die Seite von Zeit.de berichtete am 13. September 2015: Augenzeugen des Unglücks beschrieben chaotische Szenen in der großen Moschee, die zum Unglückszeitpunkt wegen des Freitagsgebets besonders gut besucht war. Plötzlich bedeckten Wolken den Himmel und der Wind fing an zu stürmen. Dann habe ich das Donnern gehört und einen großen Krach. Denn während am Ground Zero-Bereich von New York am 11. September 2015 ein Regenbogen über der Stadt leuchtete, so schlug zeitgleich in Saudi-Arabien ein Blitz in einen Kran der Familie Bin Laden ein, der daraufhin und aufgrund des Unwetters auf die große Moschee fiel und das am Freitagsgebet kurz vor der Pilgerfahrt nach Mekka, die sogenannte Hadsch. Und was unbegreiflich ist, ist, dass Saudi-Arabien für die Muslime, die zur Pilgerfahrt nach Mekka kommen, Hightech-Zelte zur Verfügung stellt, mit Klimaanlagen und allem drum und dran, aber nicht daran denkt, Flüchtlinge aufzunehmen. Die Seite Welt.de berichtete am 12. September 2015: 100.000 Luxuszelte, kein einziges für Flüchtlinge. Eines der reichsten Länder der Welt hat klimatisierte Hightech-Zelte für 3 Millionen Menschen, die fast immer leer stehen. Leider haben syrische Flüchtlinge nichts davon. Ein arabischer Skandal. Saudi-Arabien fördert außerdem nicht nur Öl, sondern auch den Terrorismus und führt im Land genauso Enthauptungen durch, wie es der Islamische Staat tut.
Dieser Blitz, der in Mekka einschlug, war eine Warnung an Saudi-Arabien, das in Deutschland 200 neue Moscheen bauen will. Laut Bibel wird diese Warnung bei den Arabern ungehört bleiben und wie ich schon öfters in meinen Videos erwähnt habe, wird es laut Bibelprophetie zu einem Krieg gegen Saudi-Arabien kommen, der nicht durch Israel oder die USA geführt wird, sondern der Iran wird laut Bibel zum Erstschlag gegen Saudi-Arabien ausholen. Auch der Islamische Staat hat es auf Mekka abgesehen, daher hat Saudi-Arabien langsam mehr Feinde als Verbündete. Denn die sunnitische Macht Saudi-Arabien und die schiitische Macht Iran sind schon lange Erzfeinde im Nahen Osten. Die Bibel fordert in Jesaja 21 Saudi-Arabien sogar ausdrücklich dazu auf, den Flüchtlingen zu helfen, die von Krieg bedroht werden. Ab Vers 12 heißt es: Die Last über Arabien. Bringt dem Durstigen Wasser entgegen, geht dem Flüchtling entgegen mit Brot für ihn. Denn vor den Schwertern sind sie geflohen, vor dem gezückten Schwert, vor dem gespannten Bogen und vor der Gewalt des Krieges. Doch weil Saudi-Arabien das Lesen der Bibel verbietet, keinen Christ erlaubt ist, nach Mekka zu kommen, weiß Saudi-Arabien auch nicht, dass Gott sie in der Bibel ausdrücklich warnte und eine Kriegserklärung des Iran prophezeit hat. Heiner Geißler sagte in der Sendung Markus Lanz vom 17. September 2015, dass die Saudis machen, was sie wollen und Rassisten sind, was man an den Früchten der Saudis sehen kann. Doch jeder wird ernten, was er gesät hat. Die Iraner werden in der Bibel auch als Perser, Elamiter oder Meder bezeichnet und so heißt es ebenfalls im Buch Jesaja in Kapitel 13 und 21: Die Last über die Wüste des Meeres. Ein hartes Gesicht wurde mir gezeigt. Zieht heran, ihr Elamiter, belagert sie, ihr Meder. Siehe, ich erwecke die Meder gegen sie. So wird Babel, die Zierde der Königreiche, umgekehrt von Gott wie Sodom und Gomorra. Sie wird nie mehr bewohnt werden und kein Araber wird dort zelten. Doch heute geht es vor allem in Syrien hin und her. Der Islamische Staat und die Türkei will Assad loswerden, während Russland und der Iran Assad unterstützt. Syrien ist zum Spielball der Weltmächte geworden, worunter in erster Linie die Menschen dort leiden. Die Bibel prophezeit für Syrien nicht mehr und nicht weniger als den Untergang. Über Damaskus, die Hauptstadt Syriens, heißt es: Die Last über Damaskus. Siehe, Damaskus hört auf, eine Stadt zu sein, und wird zu einer verfallenen Ruine. Doch auch andere Katastrophen nehmen zu. So kam es am 17. September 2015 in Chile zu einem gewaltigen Erdbeben der Stärke 8,3. 4 Meter hohe Flutwellen waren die Folge und in weiteren Ländern gilt eine Tsunami-Warnung. Am 14. September 2015 ist außerdem zuvor der 1592 Meter hohe Vulkan Aso in Japan ausgebrochen. Einige andere Vulkane sind zurzeit ebenfalls sehr aktiv. Schauen wir mal, was Jesus in Matthäus über die Endzeit sagte. Ab Vers 6 spricht der Messias: Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht und erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Und auch wenn das Schmita-Jahr zu Ende ist, so habe ich ebenfalls in meinem Video erwähnt, dass am 14. September 2015 das 70. Jubeljahr anfängt, das alle 50 Jahre vorkommt und am 16. September 2016 endet. Der September 2015 ist also nicht ein Ende, es ist auch ein Anfang. Was der Regenbogen über New York vielleicht verdeutlichen sollte. Denn im 1. Buch Mose, Kapitel 9, heißt es ab Vers 13: Meinen Bogen setze ich in die Wolken, der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Wenn es nun geschieht, dass ich Wolken über der Erde sammle und der Bogen in den Wolken erscheint, dann will ich an meinem Bund gedenken, der zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht. Dies könnte eventuell auch ein Zeichen dafür sein, dass zum Ende der nächsten Schmita nicht mehr die amerikanische Börse einstürzt, sondern dass es womöglich diesmal eher in Asien oder im Nahen Osten krachen wird.
Denn das ist das Gebiet, über das sich die Endzeitprophezeiungen hauptsächlich drehen. Um Länder wie Saudi-Arabien, Irak, Iran, Syrien, Ägypten, Jordanien, Libanon, Palästina, die Türkei und natürlich um Israel und deren heilige Hauptstadt Jerusalem, wo Jesus Christus eines Tages regieren wird. Schauen wir zum Schluss nochmal auf die Offenbarung des Johannes und wie der Thron unseres Gottes beschrieben wird. In Offenbarung 4 heißt es ab Vers 2: Und siehe, ein Thron stand im Himmel, und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardestein gleich. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und das war, ist und bleibt Jeschua der Messias, Jesus Christus. Amen.